und zwar im Zusammenhang mit den Äußerungen, die auf verschiedenen Ebenen gegeben werden. Einerseits wird Mammographie als ein Sorgmittel plädiert, um die Frauen dazu zu bewegen, sich diesen Untersuchungen zu unterziehen und eventuell die Sicherheit zu haben, dass sie noch nicht belastet sind. So würde ich mich ausdrücken. Zum anderen beschäftigt mich aber auch auf diesem Gebiet das Thema, weil ich sage, die sogenannten sozialen Beratungsgrundlagen. Wir haben jetzt fast 15, 20 Jahre plädiert dafür, für die Vorsorge, dass Frauen, Mütter auch noch in dem Alter sich selbst kontrollieren. Und die vielen Studien, die in der Zwischenzeit schon erstellt worden sind, wo drin man zum Ausdruck bringt, dass die Mammographie sich positiv äußert, weil weniger Krebstote sich jetzt verzeichnen lassen, stelle ich einfach anheim, hat man bei diesen Studien mit berücksichtigt, dass Frauen erst dann sich zu einer Untersuchung entscheiden, wenn sie selber festgestellt haben, ich befürchte irgendetwas. Ich denke, man sollte nicht einfach zwangsläufig sagen, es müssten so viel wie möglich in ein Screening einbezogen werden, sondern nur dann plädiere ich dafür, wenn die Frau ein Besorgnis hat und sagt, ich habe etwas festgestellt, ich lasse es jetzt kontrollieren. Eben einfach, wie der Kuper vorhin auch sagt, nach meiner Kenntnis, werden ja auch viel schlafende Zellen geweckt. Was meinen Sie da? Маммография не рекомендируется женщинам в репродуктивном возрасте.